Das Deutsche Museum Bonn hat sich neu erfunden. Wir starten jetzt unsere Mission KI, damit Sie künstliche Intelligenz erleben, verstehen und dann gemeinsam über diese Zukunft mitgestalten können. Das ist sehr gut, um zu zeigen, wie der Mensch oder wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie man versucht, in der Informationstechnik diese Netzwerke nachzuahmen, um dann auch eine Intelligenz zu erzeugen. Wir haben verschiedene Systeme mittlerweile heutzutage, die uns den Alltag erleichtern. Computer, hat Martin Walser ein Freibad in Zürich gebaut? Ich bin mir leider nicht sicher. Hier haben wir ein VR-Headset. Das kann die Bewegung der Augen verfolgen. Im Grunde kann man die nicht nur für Videospiele benutzen, sondern auch für wissenschaftliche Zwecke. Die Forscher versuchen herauszufinden, wie ich mich verhalte, wenn ich einen Roboter habe, der ziemlich gefährlich aussieht mit seinen roten Augen. Die Erfahrungen sind, wenn der Teddy kommt, dann bleibt man erstmal stehen und sagt, oh, und macht dann nur so oder so. Ja, weil der Teddy, der lässt den ja eh rein. Ah, das Herzstück, rein optisch, das ist eine Art Fahrsimulator. Die Forscher möchten herausfinden, wie wir uns verhalten bei einem bestimmten Autonomiegrad des Systems. Das heißt, wie verhalte ich mich, wenn ich kurz vor Gefahrensituationen gewarnt werde von einem Assistenzsystem und wie bremse ich, wie beschleunige ich, wie halte ich das Lenkrad? Jetzt übernimmt wieder der Autopilot. Das heißt, das Lenkrad dreht sich von alleine und ich kann auch nicht beschleunigen oder bremsen. Auf Grundlage dieser Daten, die hier erfasst werden, können die bestehenden Systeme oder die in der Planung sind, angepasst werden und können im besten Fall den Menschen unterstützen oder ihnen bestimmte Entscheidungen abnehmen. Das heißt, waghalsige Entscheidungen oder Fahren unter Alkoholeinfluss wird nicht mehr in Zukunft dazu führen können, dass andere Leben gefährdet werden, wenn sich solche Systeme durchsetzen. Hier haben wir quasi eine Nachbildung einer Hand. Ich habe hier quasi nur einzelne Körper, die mit Luft gefüllt werden und müssen ja auch als Kinder erstmal lernen, was wir mit den Fingern, mit dem Daumen machen können, welche Grenzen wir haben, wann wir greifen, wann wir wieder loslassen, wie feste wir greifen. Und das kann man halt, wie gesagt, mit Computersystemen nachahmen. Wir zeigen hier eine Auswahl von Anwendungsbeispielen künstlicher Intelligenz, aber das ist bei weitem nicht alles, was die Technologie zu bieten hat. Und falls Ihnen hier irgendein Thema fehlt, dann sprechen Sie uns an, damit wir diese Ausstellung an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie zu uns kommen ins Deutsche Museum Bonn, dem Forum für künstliche Intelligenz.